Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön dabei seid. Heute möchte ich euch das MTV Unplugged Album von Max Raabe und dem Palastorchester vorstellen. Das Ganze gibt es in der Deluxe Edition zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja liebe Freunde, das MTV Unplugged Album von Max Raabe und dem Palastorchester ist am Freitag, den 22. November erschienen. Ich habe mir die Deluxe Edition auf Amazon bestellt, habe dafür 42,99 € bezahlt. Den Link zum Standardalbum, zur Deluxe Edition, zur Vinyl und zum MP3-Download gibt es für euch natürlich wie gewohnt hier unten in der Videobeschreibung. Klickt da einfach mal drauf, Freunde, und gönnt euch das neue MTV Unplugged Album von Max Raabe. Gut, so viel erstmal dazu. Bevor wir das Ganze jetzt auspacken, möchte ich natürlich nochmal ganz kurz ein bisschen was zum Interpreten sagen, für alle, die vielleicht Max Raabe bisher noch nicht kennen sollten. Also, Max Raabe ist ein Opernsänger, Bariton, und er macht Musik im Stil der 20er, 30er Jahre, hat in seinem Repertoire nicht nur Songs aus dieser Zeit, also aus den 20er, 30er Jahren, sondern auch neue eigene Songs. Und das Ganze gibt es nun als MTV Unplugged Version. Auf jeden Fall sehr coole Musik, hört euch einfach mal an, wenn ihr so ein bisschen ja, diese 20er, 30er Jahre Musik vielleicht generell mögt oder ihr wisst, wie das klingt, hört euch einfach mal an. Es gibt einige Videos auf YouTube aus dem MTV Unplugged, zum Beispiel Küssen kann man nicht alleine oder Der perfekte Moment wird nicht verpennt. Das sind so meine zwei Lieblingssongs, die ich von Max Raabe vorher auch schon kannte. Und die gibt es jetzt zusammen noch mit anderen Künstlern gesungen. Also wirklich sehr cool, wenn ihr, wie gesagt, bisher von Max Raabe noch nichts gehört habt, Freunde, dann gebt das einfach mal bei YouTube ein und hört euch einfach mal ein paar Songs an. Vielleicht gefällt euch die Musik ja auch, also ich kann es euch eigentlich wirklich nur empfehlen. Gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir zur Deluxe Edition und dafür werden wir erstmal die Folie entfernen und natürlich ganz kurz den optischen Winkel der Betrachtung, die ihr jetzt seht, ändern. Ihr wisst, was ich meine. Los geht's! So, und da bin ich auch schon wieder und als erstes entfernen wir natürlich die Folie. In der Zeit, während ich die Folie entferne, könnt ihr mir gerne eure Lieblingssongs von Max Raabe unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon Songs von ihm kennt. Wenn nicht, Freunde, wie gesagt, gebt bei YouTube einfach mal ein paar Songs ein, hört euch ein paar an, kommt wieder und schreibt sie mir unten in die Kommentare. Los geht's. So, und ne, hier war kein Aufkleber, okay. Die Folie ist ab und natürlich kommen wir erstmal zum Design der Deluxe Edition. Auf dem Cover lesen wir groß Max Raabe und Palastorchester MTV Unplugged. Dann sehen wir hier den Interpreten, wie er einen Stecker schwingt. Unplugged bedeutet ja so viel wie ohne Strom oder ohne Stecker, also das Ganze als Akustik, also die Musik nur als Akustikversion ohne elektronischen Zusatz. Und deswegen ist halt hier der Stecker gezogen. Er sitzt auf einem alten Röhrenfernseher. Hier sehen wir das MTV-Logo. Die meisten von euch müssten es noch kennen. Die jüngere Generation kennt das vielleicht überhaupt nicht mehr. Und hier links haben wir jetzt einen Aufkleber drauf. Da lesen wir Deluxe Edition, 2 CDs, DVD, Blu-ray. Und dann sind hier die Gäste aufgelistet. Also unter anderem Lea, Semi Deluxe, Lars Eidinger, Herbert Grönemeyer, Namika, Pavel Popolski und Mr. Lordi. Okay, das sind die Gäste, die auf den Songs mit drauf sind. Hier haben wir jetzt eine FSK 0 Freigabe. Das ist hier mit dabei, weil hier, wie gesagt, die DVD und die Blu-ray enthalten ist. Cooles Bild auf jeden Fall, wie er so sitzt in diesem Smoking. Sehr nice. So, auf der Unterseite sehen wir jetzt noch ein bisschen Röhrenfernseher. Auf der rechten Seite lesen wir Max Raabe und das Palastorchester MTV Unplugged. Auf der Oberseite sehen wir jetzt noch ein bisschen was vom Bild. Und auf der linken Seite lesen wir jetzt ebenfalls nochmal Max Raabe, Palastorchester und MTV Unplugged. Gut, schauen wir mal auf die Rückseite, denn hier sind die Songs aufgelistet. Also das Ganze ist auf 2 CDs erschienen. Insgesamt haben wir hier 14 und 16, macht 30 Songs von Max Raabe mit Gästen. Wie gesagt, die Songs, die ich jetzt vorher schon kannte, ich habe schon einige Songs früher schon gehört, aber so meine Lieblingssongs von Max Raabe sind auf jeden Fall, wo ist es, Der perfekte Moment wird heute verpennt. Das Video ist auch richtig cool dazu. Da ist er auf so einem Hausboot, glaube auf der Spree in Berlin unterwegs und singt halt das Lied. Das ist wirklich richtig cool. Also hört euch das auf jeden Fall mal an. Und dann das Lied mit Namika. Küssen kann man nicht alleine. Wirklich auch ein sehr cooler Song. Hört sie euch einfach mal an oder generell alle. Also der Rest sagt mir jetzt nicht wirklich was. Jetzt müsste ich mal gucken. Guten Tag, liebes Glück. Okay, den Song kenne ich auch mit Lea. Du weißt nichts von Liebe mit Herbert Grönemeyer. Dann, wie gesagt, Küssen kann man nicht alleine mit Namika. Und
Kein Schwein ruft mich an. Der Song müsste eigentlich relativ bekannt sein. Der kam damals auch in einer bestimmten Werbung mit Pawel Popolski. Gut, und Mambo mit Herbert Grönemeyer dann nochmal. Dann mit Lordi, nochmal Namika. Okay. Okay, einige Songs. Also insgesamt, wie gesagt, 30 Songs hier drauf. Und dann gibt es das Ganze nochmal auf DVD und auf Blu-ray, wovon es jetzt schon einige sozusagen Single-Veröffentlichungen auf YouTube gibt als Video. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Hier unten sehen wir unseren alten Fernseher und die Credits und den Barcode. Okay, also jede Menge Musik auf jeden Fall drauf. Lordi, ist das nicht dieser mit dieser Maske? Irgendwie, ich glaube, das war auch der irgendwie damals irgendwas gewonnen hat. Ich komme gerade nicht drauf. Gut, das Ganze haben wir hier in so einem Pappschuber. Und da haben wir jetzt ja so ein Buch sozusagen. Und hier haben wir jetzt nochmal Max Raabe in voller Pracht. Max Raabe und das Palastorchester MTV Unplugged. Dieses alte Mikrofon, übelst geil, und diese Lampe. Sehr cool auf jeden Fall. Rückseite haben wir jetzt nochmal die Songs drauf und von der DVD und von der Blu-ray. Okay. Gut, schauen wir mal rein. Dieses rötliche Holz im Hintergrund, das passt fast zu meinem Tisch so ein bisschen. Na gut. So, als erstes haben wir die beiden CDs. CD1 sieht so aus. Und CD2 sieht so aus, also im selben Design. Und hier sehen wir jetzt so, weiß nicht, was das sein soll, Radio oder irgendwas? Kanalwähler, okay. Gut, also irgendwas von einem Radio. Also, hier sind die beiden Live-CDs oder die Unplugged-CDs. Und jetzt haben wir natürlich noch ein paar Bilder von dem MTV Unplugged-Konzert. Das Ganze in so einem, ja, in so einem alten Theater, würde ich sagen, oder sowas, mit diesem Kronleuchter. Oder einer alten Bar, keine Ahnung. Und hier haben wir natürlich jede Menge Bilder drin. Gut, hier steht ein bisschen was geschrieben. Das kann man sich dann durchlesen. Hier haben wir jetzt Max Raabe und das Palastorchester zu sehen. Diese Lampe, die finde ich so geil. Also jede Menge geschrieben, ein bisschen was dazu zu lesen. Und dann haben wir hier die Songs mit den anderen Künstlern. Hier mit Lea, Guten Tag, liebes Glück. Also die Songtexte dazu. Okay, sehr cool gemacht. Der perfekte Moment wird heute verpennt mit Samy Deluxe. Sehr cool gemacht. Gefällt mir, dass man dann hier noch mal ein paar Bilder von den ja, Gästen sieht. Dann hier Küssen kann man nicht alleine mit Namika und die Songtexte dazu. Ich möchte natürlich jetzt nicht allzu viel zeigen, Freunde, denn das Ganze gibt es ja, wie gesagt, nur in diesem Buch. Deswegen blättere ich hier ganz kurz durch. So, ihr habt alles gesehen. Ah, hier ist Lordi, genau. Das ist dieser Typ, der. Ja, mit der Maske. Okay, ja, sehr schön. Also noch ein paar Hintergrundinformationen. Bisschen was Geschriebenes, die Songs dazu. Hier nochmal die Songs aufgelistet. Sehr schön gemacht, sehr schön gestaltet. Gut, dann haben wir jetzt noch hier hinten die beiden, ja, DVD einmal und die Blu-ray im selben Design von den beiden CDs. So sieht das Ganze aus. DVD und Blu-ray und hinten jetzt wieder mit dem Radiodesign. Und damit, liebe Freunde, sind wir eigentlich schon wieder am Ende. Ja, ist eigentlich nur eine kleine Deluxe-Version, aber muss ich sagen, ist wirklich sehr cool gemacht. Ich mag das. Hat einfach was, noch Hintergrundinformationen, die Songtexte dazu, ein paar Bilder. Ja, jede Menge Musik auf jeden Fall, also 30 Songs. Und das Ganze gibt es dann halt nochmal auf DVD und Blu-ray. Ja, sehr schön gemacht. Gefällt mir wirklich sehr gut. Okay, liebe Freunde, das war's mit dem Unboxing zum MTV Unplugged Album von Max Raabe und dem Palastorchester. Ich hoffe, mein Unboxing hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir gern was unten in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, liebe Freunde, könnt ihr mir auch gerne ein Abo da lassen. Das Ganze könnt ihr rechts unten in der Ecke tun, einfach draufklicken und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es von mir was Neues gibt. Gut, Freunde, wie gesagt, das war's soweit. An dieser Stelle gehen natürlich schöne Grüße raus an Max Raabe und das Palastorchester. Viel Erfolg weiterhin und ich hoffe, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.